Dann will ich jetzt aber wissen, ob wir weiterhin bei 8 Emerald sind oder. Also, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Der hatte mir doch gerade angezeigt, hier irgendwas mit 600 Ammo. Wahrscheinlich ist das die Ammo zusammengezählt, die wir gefunden haben. Die wir natürlich auch gleichzeitig wieder verbraucht haben. Dann haben wir jetzt echt das Problem, wenn wir nur 8 Ammo haben. Ein richtiges Problem. Kann ich ja nicht nachladen, oder wie? Ja, in meinem. Warum ist er denn away? Und vor allem, wo ist er hin? Warum muss ich jetzt noch 7 Minuten und 43 Sekunden warten? Sind die auf Toilette? Und das beide gleichzeitig. Ja, sind away. Vielleicht kommen die aber auch erst in 8 Minuten wieder mit dem Ammo. Mehr der Ammo, das Ammo. Man weiß nicht so genau. Eigentlich wollte ich jetzt nach dieser Episode wieder einen kleinen Aufnahmen-Stop machen. Obwohl, es bringt ja alles nichts. Wir müssen jetzt ja sowieso auf die Jungs warten. Was gibt's denn hier zu tun? Kleine Gräber? Einen Garten. Wir können einen Garten anlegen. Und guck mal, wie viele Räume es hier gibt. Das heißt, so viele Überlebende kann man zusammen trommeln. Er hat ja ein bisschen was von Dead State. Aber ohne Ammo, wie gesagt, haben wir da echt ein Problem. Ich spul mal vor. Dumpti-dumpti-dum. Ich möchte jetzt doch wissen, ja, Zeit wird runtergezählt, ob die gleich die Ammo mitbringen oder nicht. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Dann sehe ich schwarz für dieses Let's Play. Zumindest mit einem positiven Ende sehe ich schwarz. Irgendwas was? Ne, da haben wir auch nichts. Das könnte man auch nochmal finden. Irgendwie so, ja, wie gesagt, irgendwelche Silencer oder irgendwelche Scopes, damit die Waffen besser werden. Dass man die findet. Ja, 2 Supplies has been consumed, natürlich. Der zweite Tag. Wir sind immer noch bei 8 Ammo. Ich spule vor. Wann war jetzt der Tag vorbei? Habe ich nicht drauf geachtet. 8 Uhr abends oder so? So, und da sind die beiden zurück. Wir sind immer noch bei 8 Ammo. Tja. Was tun? Was tun? Komisch ist auch, dass sie hier 30 Ammo haben in der Waffe. Und auch hier 2, aber wir nur noch 8 Ammo haben. Wisst ihr was? Eine Episode können wir euch noch. Kriegt ihr ja eh nicht mit, es kommt ja alles nacheinander. Wir gehen jetzt einmal hier rüber und gehen in Richtung Überlebenden. So machen wir das. Du einmal da rein und du einmal da rein. Und wenn wir dort sterben, dann sterben wir halt. Naja, sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir sterben. Haha! Mehr Ammo finden. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt haben wir uns wieder ein bisschen erholt. Vielleicht war ich wieder zu vorschnell mit meiner Meckerei. Sollten jetzt ja auch insgesamt besser treffen. Ja, Supplies haben wir genug. Supplies haben wir genug. Mann, diese Steuerung, ey. Da müssen sie echt nochmal ran an die Steuerung. Tut mir leid, auch wenn ich mich wiederhole. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Ist aber so. Einmal schaffst du noch. Schaffst du noch, schaffst du noch, schaffst du noch. Nein! Damn it.
Oh, noch eine Big Mama. Nein, 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 nein. Du einmal nachladen. Also unser Ammo hat sich erholt. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, na, schaffen wir nicht. Müssen wir gleich machen. Ja, du nochmal da schnell suchen gehen. Okidoki. Zwei Big Mamas ist natürlich immer fies. Da haben wir alles? Okay. 78 Ammo. Jetzt mal gucken, wie viele... Ach, 44 Zombies. Ey, ich brech ins Essen. Okay, auf geht's. Erste Welle haben wir besiegt. Wo waren die denn jetzt? Da waren alle hier drin, ne? Hallo? Ihr Toilettenzombies. Toilettenzombie. Müsste ich mir schützen lassen, den Begriff. Die Toilettenzombies. Oh, ein kleines Päckchen. Was da wohl drin sein mag? Oh, Supply, Supply. Achso, ging das? Nee, Supplies, Supplies. Ja. So, komm hier. Wo sind die restlichen 28 Zombies? Na, das habe ich mal ganz schnell ausgerechnet. Bin ich gut, ne? Ja. Ja, schön macht ihr das. Ah, Big Mama! Big Mama gibt aber auch gut Ammo. Muss man ja mal sagen, das muss man ihr lassen. Die schnuckelige kleine Big Mama. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Boah. Ja, dann müssen wir immer wieder ein bisschen rennen gehen, wa? Gut, dass ihr schneller seid als die normalen Zombies. Was war denn das gerade für ein... Was ist ein Explosionszombie? Hatten wir die schon mal gesehen? Sind die neu? Wurden die vielleicht reingepatcht? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall cool. Hallo, Zombie. Herr Zombie. Ja, danke. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Also es scheint so, dass man doch in der Lage ist, genug Ammo zu finden während der Missionen. Obwohl, vorhin waren wir auch ohne Ammo. Naja, das kriegen wir schon hin. Ich bin da guter Dinge. Gut. Zumindest müssen wir uns jetzt, so wie es zumindest aussieht, keine Sorgen mehr machen um die Supplies. Davon scheinen wir wohl genug zu haben. Okay. Ich denke, hier ist nichts mehr. Ich gucke noch einmal kurz hier oben. Obwohl, da sind wir bestimmt schon gewesen. Aber bevor wir etwas Wichtiges verpassen... Ah, Tüte Chips lassen wir jetzt mal liegen. Ja, man, eure Blutfettwerte. Muss ja auch nicht sein. Überlebst eine Zombie-Apokalypse und kriegst einen Herzinfarkt. Nee. Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir campen auf jeden Fall. Kostet ja nur einen Move. Und können die Jungs mit Supplies vollpumpen. Genau, hier, heal. Ich suche mal die richtigen Knöpfe. Und du auch einmal healen. Perfekt. Perfekt. It's easier than duck hunting. Ja,
immer große Fresse und nicht viel dahinter, oder? Gehen wir zum Überlebenden. Scheint auch sehr harmlos zu sein. Dann gehen wir da mal rüber. Ein dritter Survivor. Sicherlich sehr positiv für uns. Na, das war doch schon mal ganz gut. Na, komm. Wann geht denn die Welle los, sag mal? Gar nicht? Hat sich ausgewellt. Ich kriege auf dich zu. Hallo. Ah, geht direkt in die Next Area. Alles klar, Kumpel. Ja, ja, komm her. Das ist ja auch wieder sehr clever. Protect me, rennt aber in Richtung Zombies. Hallo. Vielleicht bist du doch nicht so klug. Und doof sein in einer Zombie-Apokalypse ist echt, negativ. Schießt der? Habe ich das gerade richtig gesehen? Sollte man aber, glaube ich, auch von so einem, schwer gerüsteten Ex-Soldaten auch erwarten können. Du einmal reloaden, das sieht gut aus. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Aber immerhin haben wir den Überlebenden gerettet. Komm, schnell. Du such. Awesome. Das schaffst du auch nicht mehr. Ah, wenn man da ein bisschen mehr Zeit hätte, das nochmal alles zu durchsuchen. Ja, rennen wir jetzt zu dritt hier rum? Wo ist der Überlebende hin? Ist er schon nach Hause gegangen? Ja. Schicken ruhig weg. Ist in Ordnung. Wir machen die Drecksarbeit ruhig alleine. Aber diesmal sind es Gott sei Dank nicht so viele Zombies. Auf der anderen Seite, viele Zombies geben natürlich auch viel Ammo. Je besser wir schießen, desto besser halten wir uns. Oh, noch eine Waffe gefunden. Sehr schön. Ich glaube, die gucke ich mir mal direkt an, die Waffe, die wir gefunden haben. Wir haben hier eine MP5, eine MG und gefunden haben wir jetzt eine UMP. MP5 macht 10x1 Damage, Fire Rate 6.6, ist sie schneller, 13x1, Range 3.5, auch 3.5, Reloadzeit 1.5, auch 1.5 und hat 25 Kugeln drin. Was ist besser? Die ist vom Damage her besser, oder? Dann benutzen wir die gleich mal. Mal sehen, was die so bringt, die Waffe. Neues Spielzeug für uns. Und mehr Schaden pro Kugel heißt natürlich auch, dass wir zumindest theoretisch weniger Kugeln verbrauchen. Na, das habe ich doch wieder gut kombiniert, würde ich mal sagen. Ja, also, mit mir könnte man so eine Zombie-Apokalypse durchaus überleben. Ja, doch, ich denke schon. Gibt schlechtere Alternativen. So, komm, hier in den Großraumbüros, da war doch bisher immer viel Zeugs drin, nur diesmal nicht. Na, gucken wir erstmal hier unten. Da sind wir hergekommen. Dann gehen wir jetzt rechts den Gang. Da waren wir auch schon. Da, ins Wohnzimmer, da ist aber wieder einer. Hallo. Ja, schön. Hört sich vom Schuss-Sound genauso an, wie die andere Waffe. Kann ja nur hier unten irgendwo sein. Sehr gut. Hätten wir das auch. Gucken wir einmal hier auf Toilette. Da ist nichts. Noch einmal den Raum hier unten checken.
Ach, das ist schon wieder der Ausgang. Ja, komm, laufen wir noch einmal hier rum. Auf Toilette gucken, aber ich sehe nichts glitzern. Das heißt, da wird dann auch nichts sein. Okay, hauen wir ab. Ich denke, der Überlebende, der ist nach Hause. Ich vermute, der ist nach Hause und dass wir die Mission jetzt erstmal alleine bestreiten müssen. Aber das ist vollkommen okay. Unser Ammo hat sich erholt. Dann können wir den, ja, den letzten Rest der Stadt dann beim nächsten Mal auch noch aufdecken und gucken, ja, was wir so noch finden. Hier unten ist noch ein Wohnhaus, hier unten noch ein KFC und hier unten SOS noch ein Warenhaus. Also vielleicht finden wir ja sogar noch einen Überlebenden. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und hier oben haben wir auch noch eine Ecke. Die haben wir noch nicht überprüft. Doch, die haben wir wohl überprüft. Da waren wir schon. Hier waren wir definitiv schon in dem Lagerhaus. Nee, gar nicht. In dem Lagerhaus waren wir. Ach, es sieht auch alles gleich aus. Da müssen wir da auch noch hin. Früher oder später. Mit genug Ammo kein Problem. Ohne Ammo haben wir ein Problem. Aber darüber machen wir uns Gedanken, wenn es dann soweit ist. Für heute war es das. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.